Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur Puppet Show, die Seelen der Unschuldigen, wie ich jetzt einfach den Namen vergessen hatte. Das letzte Mal haben wir einen Haufen Kram gefunden, haben aber auch einen Haufen Kram eingesetzt und ich weiß immer nicht genau, was ich tun soll, aber da blinkt die Tür. Kann ich die jetzt doch aufmachen? Nein, kann ich aber vielleicht. Das kam mir so vor der Aufnahme. Nein. Das Bild zerschnippeln. Gut, ich bin also genauso schlau wie vorher. Gehen wir das Ganze doch einfach mal logisch an. Also wir haben nichts mehr gefunden im Haus des Mädchens. Hier fehlt uns ein Genen. Ich habe die Aufnahme gerade gestartet. Das ist doch nicht zu fassen. Boah. Also uns fehlt hier noch ein Planet. Okay. Mit den Schildern können wir nichts machen. Gut. Hier in dem Häuschen hast du noch was für mich? Da ins Häuschen komme ich gar nicht mehr rein. Auch gut. Dann. Stand die Eisenbahn da schon immer? Gucken wir noch mal unten. Aber hier blinkt auch nichts mehr. Hier könnte ich ja was machen. Ich habe aber außer der Glasscherbe nichts dabei. Ich kann ja auch sonst nichts mehr machen. Da ist immer noch der komische Vogel. Hier komme ich nicht weiter. Wie sieht es denn beim Ballon aus? Ich habe immer noch nichts, um das zu kleben. In der Stadt wird doch irgendwo eine Rolle Tesafilm rumliegen. Ich will damit irgendwas machen. Das aufschlitzen. Nein, warum darf ich nichts aufschlitzen? Ah. Das haben wir schon. Da hatten wir. Ja, das Wasser hilft mir auch nichts. Naja, diesmal kann es auch dran liegen, weil ich einfach müde bin. ich bin erst relativ spät ins Bett, aber dank meiner inneren Uhr war ich schon wieder um 8:30 wach. Ist das ätzend. Ich hasse es, arbeiten zu gehen. Nein, es ist schon toll. Ich habe jetzt ein vierwöchiges Praktikum gemacht und ab Montag bin ich bei der Firma auf 400-Euro-Basis erstmal angestellt. Da freue ich mich schon sehr drauf. Je nach Auftragslage wird es dann bis zu einer Teilzeitstelle ausgeweitet. In der Ferne türmt ein finsteres Schloss über der Stadt. Ich frage mich, ob es zum Schutz der Stadt oder den finsteren Absichten errichtet wurde. Ob es zum Schutz der Stadt, Entschuldigung. Ja gut, das hat mir jetzt aber auch nichts geholfen. Warum blinkt die Scheißtür, wenn ich damit nichts machen soll? Ja, da wurde mir schon gesagt, im Englischen würde da scheinbar Save Your Daughter stehen. Das ist wie bei Final Fantasy VII, wo sie Level, also das Spiellevel, nicht das Spiellevel, das Charakterlevel mit Ebene übersetzt haben. Es ist immer gut, wenn das auch Leute übersetzen, die von Englisch unheimlich viel Ahnung haben. Gottes Willen. Kann ich hier was schnitzen? Nein, warum nicht? Ist hier irgendwo ein Hint? Irgendwie.
Nee. Ich keine Hints mehr in dem Spiel. Oh, um Gottes Willen. Zu Hülf. Ist die Hausnummer. Kann ich denn mit der Brechstange hier irgendwas machen? Irgendwas? Kann ich damit die Zahl runterholen? Nein. Die Tür aufbrechen? Nein, das wäre ja die einfachste Lösung. Wegen hier. Pf, dumme Planet. Vor allem, das ist mir nach der Aufnahme aufgefallen. Macht die dann jedes Mal dieses dumme Rätsel, um die Scheißtür aufzukriegen und klebt dann jedes Mal wieder ein Plakat drüber und versteckt dann die Planeten, die sie vorher rausgenommen hat, in der Stadt? Hallo? Ernsthaft? Ich bin gerade etwas überfragt. Da blinkt's, aber da kann ich nicht klicken. Ich kann nur hier auf die Säule klicken. Blinkt's für die Säule oder was? Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Och Leute. Moment. Ach so, nee, da kann ich nicht hin. Ja gut, die Anleitung für Leim hilft mir jetzt auch nicht weiter. Ich habe kein Harz. Ich finde hier auch keins. Vermutlich brauche ich den Leim, um dann den Luftballon zu reparieren. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber ich brauche immer noch einen Planeten, den ich nicht finde. Jetzt blinkt es da oben. Ich will nicht in die Komplettlösung gucken. Hallo? Zu Hülf? Was hat denn das damit auf sich? Oh, mein Kiefer hat gerade geknackt. Ich sollte aufhören zu gähnen. Mond. Ja, super. Ach so, das war. War das eigentlich eine Hilfe für den Schrank? Ja, klasse. Bewegt sich nicht. Da kann ich nichts mehr machen. Ich glaube, hier habe ich ja auch einen Planeten schon geholt. Da werde ich hier vermutlich keinen mehr. Warum hat die einen Nachttopf hier unten? Ich meine, wir haben uns bewegende Puppen. Werden doch wohl Toiletten haben. Ach komm, so viele Möglichkeiten gibt's doch nicht. Irgendwas muss ich doch noch machen können. Ist echt zu dumm, das rauszukriegen. Kann ich denn da noch irgendwas machen? Nö. Ja, Zahnkombination. Kann ich mir den Nagel da holen irgendwie? Nö. Wirklich nicht. Okay, das ist mir jetzt echt zu doof. Wir gucken da mal kurz rein.
Welchen Kapitel sind wir denn? Werkstatt? Kriege ich hier meinen letzten Moment? Krebs? Ja. Schraubenzieher, Ventil. Ventil habe ich. Wimmelbild habe ich auch. Die habe ich rein. Ja. Ernsthaft? Nein, 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 nein. Ich möchte hier wieder raus. Hallo? Ich muss die Glasche. Wie soll ich da drauf kommen? Wirklich. Kann ich mich schon wieder aufregen? Ich dachte, ich muss da keine Ahnung. Was für ein Spiel war denn das? War das in irgendeinem Spiel? Wo irgendwas knacken musste mit so einem Schraubstock da, weil da irgendwas drin war, so eine Nuss oder so? Oder war das ein Film? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt? Ich hoffe, ihr hört nicht ständig so ein Rauschen. Ich habe meinen Ventilator und es ist so scheiß warm heute. Es ist Samstag, der. Was muss ich. Ist das alles auf eine Ebene bringen oder? Ja. Oh, meine Fresse. Also wenn ich das bewege, ich die beiden. Das hier bewege. Kann aber mit. Ich bewege mit keinem anderen den da. Also. Okay, oder eigentlich nicht. Oh, du meine Güte. Mit dem bewege ich alle drei. Es ist schlecht. Mit dem war das jetzt der Kleine hier. Ich hab's jetzt schon fast. Stück zu viel. Ein Stück hoch. Eigentlich so, wenn ich das jetzt so mache. Ach, was mache ich denn? Ich muss. Oh Gott. Okay, dann tritt sich immer in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt. Eigentlich sind jetzt die dahin Dreser da. Fällt mir jetzt gerade echt schwer. Das irgendwie. Weil wenn ich jetzt das wieder so mache. Ich muss das so machen. Ich brauche mal kurz eine Denkpause.
Ich muss die beiden sich da unten überkreuzen. Bin ja nicht so weit weg davon. Aber der muss dann, glaube ich, eher. Aber ich muss das dann. Ich muss das mit dem. Ich muss jetzt mal kurz. So, mach, aber. Das war jetzt nur der da. Ich bin so knapp, so knapp. Ach, sag mir nicht, es muss wirklich. Ach, Gott sei Dank. Ich habe dafür jetzt bestimmt fünfmal so lange gebraucht wie jemand anders. Aber das fällt mir gerade. Es ist mir ziemlich schwer gefallen, da die richtigen Schlüsse zu ziehen. Tut mir leid. So, was haben wir denn da Schönes? Nun Schlüssel, ein Täschchen, eine Schlange, Gong, Sterne, Truhe, zwei Augen, Pharao, Elefant, Sonne, Gürtel, Fächer. Gong? Bist du ein Gong? Ja. Super. Eine Sonne. Ein Auge. Notenschlüsseltischchen. Schlange. Stern, Truhe, Auge, Pharao, Elefant, Gürtel und Fächer. Gürtel, Notenschlüssel. Mond suche ich nicht, ich suche einen Stern. Pharao? Stern. Auge? Truhe? Schlange? Fächer? Fehlt noch die Tasche. Es ist die Frage, wo könnte die sein? Tischchen. Verstehe ich eigentlich eine sehr kleine Duda? Ah! Wunderbar! Das ging ja fix! Und ich habe einen Gürtel gekriegt. Den wollte ich schon immer. Okay. Hallo? Die Wahrsagerin schläft, genau wie der Wachmann und die arme Jane. Hatte die etwa auch so eine Puppe? Will ich mit dir was machen? Eine Kerze. Diese Kerze ist ungewöhnlich heiß. Man könnte mit der Flamme glatt Wasser kochen. Soll das eine Anspielung sein? Warum soll jetzt die Kerze so besonders sein? Madame Lulu hat diese Wahrsagung wohl in Trance geschrieben. Ist all dies überhaupt real? Das Schloss hat einen neuen Besitzer, denke ich jetzt mal, oder Bewohner. Ein uraltes Übel. Zählt was? Ein uraltes Übel zählt neue keine Ahnung. Die Mädchen werden leiden von den Pappen, von den Puppen vermutlich. Kann ich nicht lesen. Grobe aus. Große, Entschuldigung, große
irgendwas aus. Von den Puppen geht große Präsenz, irgendwas aus. Irgendwas Mystisches. Okay, hilft mir jetzt auch nicht weiter. Überall brennen Kerzen, die in dies dienen sie zur Dekoration oder zum Schutz? Sag mir sicher, ich habe mich jetzt mit dem Rätsel abgequält, nur um einen doofen Gürtel zu kriegen, mit dem ich nicht weiß, was ich machen. Ah, ich könnte ich?